Kariata in Westgeorgien. Hier gibt es eigentlich nur nette Menschen und Tiere. Und in Google findet man es schon gar nicht. Es liegt in der Gemeinde Hobi und weil man es nicht findet, wird den meisten Menschen dieses kleine Örtchen für immer verborgen bleiben. Wir beginnen unsere kleine Reise auf dem schönen neu errichteten Bolzplatz der Stadt und werden danach in einem kleinen typischen georgischen Anwesen unser Unwesen treiben. Hier gibt es so ein, es ist eigentlich ein ganz kleines Dorf und hier gibt es so einen Fußballplatz, die gibt es ja überall, aber richtig neu und schön gemacht. Der Georg spielt da gerade mit David ein bisschen Fußball, wir haben natürlich einen Ball mit, wie immer. Hier muss ich irgendwie drüber kommen, geh mal hier lang, hopp, hopp, hopp. Genau, und ja, da wahrscheinlich wegen Hunden oder so, keine Ahnung, also das ist, und natürlich, dass der Ball nicht wegfliegt, gibt es hier überall solche Käfige. Da spielen die richtig groß, sogar mit Tribüne, teilweise nicht immer so, aber kann man Basketball spielen und Fußball spielen und richtig cool. Ja, also so, und das ist ein relativ kleiner Ort, kleines Dorf. Oh! Noch ein Ball. Karebi, gi? Karebi. Kann man jobba? So, jetzt sind wir hier in Hobi. Wunderschöner Tag ist das heute. Guckt mal hier den Himmel an. Strahlend blau. Und hier ist natürlich Ruhe ohne Ende. Wenn es keinen Fußballplatz gibt, dann ist ja richtig wenig los. Und die haben einen wunderschönen Garten. Und hier kann man, der freut sich der David immer, dass er einen Ball mitnehmen kann und hier Fußball spielen kann. Weil hier so ein schöner Rasen ist. Lass mich jetzt zumachen. Und hier hinten sind halt Mandarinenbäume und Wein. Und ja, dann haben sie zwischen den beiden die Gurken gemacht. Und jetzt muss ich wieder spielen hier. Ja, hier drüben ist das Schlafhaus. Und in dem Haus wird dann halt so zusammengesessen und die Küche, und also gekocht quasi und so. Und hier wird geschlafen. Ja, guck mal, da Küken. Ah, Batara Katami. Hier sind die Henne und die kleinen Hühner. Guck mal hier. Aber sind da Ente? Nein, Hühner. Guck mal. Ah. Sind da Ente? Hühner. Ah. Kleine Hühner. Hier sind sie, oder? Ja.
Renn zur Mami. Ja, und jetzt gehen wir zur Oma. Und okay. Das ist Turner. Turner! Mutti. Er will nicht kommen. Moin hier. Spielt der David jetzt mit dem Gier Fußball. Ich mache auch gleich mit. Und die haben ja so schön Wein überall und kann man herrlich sitzen. Ja, der Turner, der ist ganz lieb, aber der darf nicht rein ins Haus, das weißt du auch. Geht auch nie rein. Der denkt aber, es fällt gleich was ab. Genau. Ja, ist richtig schön hier. Vor allem, wenn das Wetter so ist wie heute. Wunderbar. So, David ist dran. Eigentlich sollte er in den Reifen, aber das war zu ambitioniert. Hier rein. Scheiße. Ja, David, gut gekämpft. Ja, und dann hat natürlich in Georgien jeder so seinen Garten. Das sind Mandarinen, Erti, also 1, 2, Hutigi, 5 Mandarinenbäume. Und da hinten wird der Wein gerade hochgezogen. Das ist Bashmali. Das ist Bashmali. Vinoki. Moment. Tomaten setzt da rein. Pomidori? Aha. Da Vino. Okay. Ach, noch Ara, Ki. Kinsi, Magido. Ah, also Kinsi, also Gurken. Also Kinsi, Ki. Magido, Abizi. Nein, nicht der Igel. Zornil. Also hier kommt noch, also hier kommt Gemüse hin. Zwischen dem Wein halt die Tomaten. Weiß nicht, und was ist das? Reis. Es Pecho. Fecho. Fecho. Fechoa. Ah, Fechoa Baum. Ach ja, stimmt. Fechoa ist Fechoa. Ah. Ja, Fechoa. Mhm. Fechoa. Otri Fechoa G. Vier Fechoa Bäume. Da ist ein Kaki Baum. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Haben wir auch im Garten Kaki einige. Ja. Es Katolat. Karaliok. Germanuli ist Kaki. Kaki. Wie? Kaki. Was war's? Kaliok. Karaliok. Karaliok. Okay. Zwanili. Zwanili. Es Sajmeli. Sajmeli. Maschinunda. Okay, müsste ich mal nachgucken. Ist das irgendwie Kamille oder? Ja, geil. Lobio. Afelobio. Ja, irgend so ein Kraut. Kamille nicht. Das roch irgendwie anders. Hasli Sapa. Ja. Was mit Uga? Uga? Äpfel gibt's hinten, haben sie gesagt. Äpfel heißt Hasli. Oder Äpfel heißt Hasli. Ich weiß nicht, ob eins oder mehr zu. Ich bin froh, wenn ich irgendwie ein Wort so halbwegs aussprechen kann, dass sie irgendwas verstehen. Also mit Grammatik und irgendwelche Aussprache. Ich bin gerade froh, dass ich mal in letzter Zeit ein paar Wörter gelernt habe. Also Wein ist immer wichtig hier, weil man muss auch immer mal was trinken. Ja, und natürlich immer viel Mandarinen. Mandarinen mögen sie alle. Und die Fechoa finde ich auch echt geil. Ich mag die Bäume. Die blühen so schön rot. Okay. Hier in Hopi ist wie wie so ein kleines Paradies. Und da hinten, ich glaube, das sieht man wieder nicht auf der Kamera, wenn man da über den Wolken, also unter den Wolken, da sieht man noch den Schnee auf den Bergen. Ist Kaukasus? Hm?
Kaukasus? Yes. Didi da Batara? Didi. Große Kaukasus da hinten. So, wir sind jetzt hier bei der Mutter von ihr. Und die macht den Käse. Romi? Das ist der Romi. Und dieser S, gell? S. Komm. S. Romi, S. Romi, da. Quelli. Also, dieses, das ist auch so eine Kleie mit Käse gemischt. Und das machen die hier am Topf. Hat hier so einen kleinen Ofen. Und hier ist auch echt warm. Draußen ist es auch ziemlich warm. Komm, ich komme jetzt in den Atelier. Jetzt ist Gia dran. Wir bringen uns auf, Ski. Viel Arbeit, ja. Ah, schön Master, Ski. Romi, Chveli Master. Geil, Bitschi, geil, Bitschi. Master, Wow. Amas, Kriya, Elarji. Ich bin gespannt, wie das dann schmeckt. Das ist Käse mit Romi. Der muss das so vermischen. Der Gier. Ja. Master. Gier. Restaurant. Ja. Chef Cuisine. Und dann Estremali? Estremali? Estremali oder Ara? Ja. Yes. Sauce. Which sauce? Ara, 20. 20, Estremali. Ja. Estremali. Dieses Estremali so. Das ist der Romi mit dem Käse. Gemixt. Das ist ein Gurken halt, genau, das sind sauren eingelegten Gurken. Und das ist es Srimali. Ich glaube, so grünliche Tomaten. Ich hab's hier als Fisch, genau. Puri. Geh. Da vorne vor der Tür wollen die Kühe rein. Und die Pferde stehen auch da. Und die Schweine nicht drum. Das ist schon witzig hier. Guten Tag. Wollt ihr rein? Hallo. Alles klar soweit? Schweinebacke. Ah, keine Angst, ich mache ja nichts. Ja, guck mal da hinten. Alles klar? Da hinten sind die Pferde. 1, 7, ne?
Und Schweinebacke. Ein bisschen ängstlich immer noch. Alles klar? Ja. Hier hinterm Haus sind die kleinen Kälbchen. Hallo. Wie geht's denn so? Oh, keine Angst. Hey. Ja. Da ist noch ein Truthahn. Der Truthahn, der meckert ein bisschen rum. Ja, hier ist so eigentlich so ein typisches dörfliches Georgien, sag ich mal. Und man hat halt hier alles, was man zum Leben braucht, zu Hause. Also wird alles angebaut und ja, vom Wein bis zum Schwein, sag ich mal. Das sind Feigen hier. Ja, da oben wird der Mais gelagert in diesem Häuschen. Das ist ein Quäveri. Hier wird der Wein unterirdisch quasi in den Boden eingelassen und dort wie beim Gerold gelagert. Und dann hat man halt hier Holz und hier hinten sind, glaube ich, die, ja, hier sind eigentlich die Kälbchen drin, aber die sind ja jetzt draußen. Genau. Und dann stehen hier quasi die Rinder in der Nacht zum Schlafen. Und das letzte Mal, da habe ich auch ein Video gemacht, waren hier quasi, hier ist das Schwein mit den Kleinen, damit die da in Ruhe sich austoben können. Irgendwo. Kleine Truthahn. Es in Dauri. Guck mal. Ja, ja. Akpatara Kata. Kata. Oh, witzig. Ja, witzig. Und jetzt kommen die kleinen Hühnchen hier. Tschuk, 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 tschuk. Das sind die kleinen. Der guckt das Kätzchen, sucht sich schon was zu fressen. Ich wusste nicht kriegen. Guck mal, da hinten ist eine Katze, eine kleine. Sind die Leute? Da eine kleine Katze. Zwei kleine Katzen. Da hinten Katzen. Sind die geboren hat? Nö. Nicht von heute. Es Akata. Es Akata. Es Katami, es Indauri. Indauri. Es Katami. Also. Es Katara.
Patara Titi Lasse. Ach. A Patara Kata. Oh. Oh. Krass. Deshalb. Vor einem Monat. Ah. Einen Monat. In einem. Oh, guck mal, da. Alex, schau nicht, dich, schau. Er ein Junge oder ein Mädchen? Noch? Weiß nicht. Weiß nicht. Der, das ist ein Junge. Nein, ein Junge. Ja. Jetzt kommen die kleinen Kälbchen. Die Kühe wollen endlich rein. Geht hinten rum. Da kommen sie. Oh, kannst du auch schon ganz schön. Ich will gern rein. Oder nicht? Weiß nicht. Oh. Schönes Wetterchen. Das sind die Boxen. Die Boxen für die Kleinen. Hallo. Und hier drüben kommen dann die Großen. In der Nacht zum Schlafen nur. Das war er also, der Ausflug in eine andere Welt. Ein kleines Gehöft im typischen ländlichen Georgien, irgendwo im Westen in einem kleinen Dorf, was niemand kennt, noch nicht mal Google. Aber wir sind dort gewesen.